Was bedeutet KVP? Hinter dem Begriff KVP steht der kontinuierliche Verbesserungsprozess. Und dieser Prozess ist verankert als Anforderung in den gängigen ISO-Normen. Alle Unternehmen, die sich nach diesen Normen zertifizieren lassen, müssen dieser Anforderung nachgehen und nachweislich auch kontinuierliche Verbesserungen im Unternehmen durchführen. Welche Möglichkeiten haben die Kunden dieser Pflicht nachzukommen? Also die Kunden in der Vergangenheit haben die Kantinen genutzt, dort Briefkästen aufgehängt. Und in diese Briefkästen haben die Mitarbeiter zuerst mal fleißig zu Beginn dieses Prozesses ihre Vorschläge, Ideen reingeschmissen. Und mit der Zeit wurde es immer weniger. Oft lag es daran, dass einfach die Zeit der Bearbeitung sich hingezogen hat und die Mitarbeiter dann auch verärgert waren, weil ihre Vorschläge, die sie sehr wichtig fanden, einfach keinen Zuspruch bekamen. Ja? Also heutzutage ist es eben anders. Unternehmen bekommen dann auch verschiedene oder andere Möglichkeiten, das systemisch zu lösen. Und wie kann so eine Lösung aussehen? Gut, dass du fragst, Konstanze. Also so eine systemische Lösung bietet Ines an. Ja? Mit unserer App KVP Ideenmanagement bieten wir eine komplette Lösung für diese Anforderung. Sie sieht wie folgt aus. Unternehmen nutzen das Portal, damit alle Mitarbeiter damit eingeladen sind, ihre Ideen, Vorschläge abzugeben. BPM Portal hat alle Prozesse des Unternehmens, Verantwortliche dieses Unternehmens. Wenn ein Mitarbeiter einen Vorschlag einstellt, greift er direkt auf die Prozesse, die er verbessern möchte oder Hinweise gibt zu diesen Prozessen. Und die entsprechenden Verantwortlichen bekommen sofort auch dieses Feedback, diesen Verbesserungsvorschlag zur Beurteilung. Und sobald diese stattfand, diese Beurteilung, bekommt der Mitarbeiter das Feedback. Das heißt, die Zeiten der Bearbeitung verkürzen sich. Ja? Das heißt, Reaktionszeiten sind geringer. Bei der Feedback-Funktion sieht es so aus, dass der Mitarbeiter sofort informiert wird, dass der Eingang stattgefunden hat, das heißt Zwischenergebnis. Und danach, auch nach der Bewertung dieses Vorschlags, bekommt der Mitarbeiter ein Feedback über das, ob dieser Vorschlag bearbeitet wird, verbessert wird oder eingearbeitet wird in die Prozesse oder eben nicht. Wenn der Vorschlag angenommen wird, wird daraus auch ein Projekt zum Beispiel. Und bei diesem Projekt können auch sämtliche oder viele Maßnahmen, die dazu gehören, abgebildet mit Verantwortlichkeiten und Terminen. Somit ist das Ganze systemisch im Ines abgebildet, also keine doppelten Bearbeitungen in diesem Sinne, keine doppelten Anlagen. Und man kann zu jeder Zeit auch an einem Prozess sehen, welche Vorschläge hier gemacht wurden, von wem und wie sie auch dann abgearbeitet wurden. Ja, es gibt so ein zentrales Dashboard, in dem man dann auch zu jeder Zeit als Mitarbeiter die ganzen eigenen eingereichten Informationen, Verbesserungsvorschläge einsehen kann. Und kann das noch an die Anforderungen von den Kunden angepasst werden? Genau, also wir haben da mit dieser Komponente, mit dieser App einen Vorschlag, ja, unser Vorschlag, eine Lösung ausgearbeitet, die auch schon bei vielen Kunden passt. Bei Kunden, bei denen so ein Vorschlagswesen oder KVP-Prozess schon anders gelebt wird, besteht die Möglichkeit, auch dann diese App entsprechend auch zu konfigurieren und nach Kundenwünschen anzupassen. Ja, vielen Dank. Gerne.